Ganz ehrlich, du kämpfst richtig gut. Ja, das weiß ich. Zeig mir mal ein bisschen die Schule. Oh, die Erzieherin. Die Erzieherin, die hat voll den heißen Sprite. Also, die kenne ich aus dem Kampf. Das ist ein Model. Sprites sind 2D. Ja, whatsoever. Hier, gib das einem deiner Ich bin auch ein Model. Pokémon zum Tragen. Auch wenn es selbst schon Klauen hat. Ah, eine Flinkklaue, ja. Nö, brauche ich nicht. Genau, in einem Kampf kommt immer das Pokémon mit der höchsten Initiative zuerst zum Zug. Aber wenn ein Pokémon eine Flinkklaue trägt, greift es mitunter zuerst an, unabhängig davon, wie hoch sein Initiativewert ist. Das kann man langsamen Pokémon vielleicht noch geben. Autsi, setz Mogelhieb ein, lass deinen Gegner zurückschrecken. Eine Flinkklaue zeigt nur Wirkung, wenn du sie einem Pokémon zum Tragen gibst. Ach nein. Was kommt denn im Fernsehen? Ganz weit oben auf dem Speicherplan stehen Mein RTL. Malasadas. Schnallt euch an. Oder Malasadas. Malasadas. Oh, soll ich? Ich Malasadas. habe so Moderatoren. Und willkommen bei meiner Sendung. Heute habe ich vor, euch den Tag zu versüßen, denn ich esse einen Zucker-Malasada für euch. Ich bin so frei und gönne mir einen Bissen. Echt jetzt? Ich dachte, sowas gibt's nur auf YouTube, Leuten beim Essen zu sehen. Ich glaube, ich esse meinen gleich auf. Du hast meine Malasada gegessen. Ja, weiter. Unglaublich. Ja, habe ich doch. Was ist das Fall eines Abalone? Schon ein bisschen entfacht ein wahres Geschmackfeuerwerk in meinem Mund. Das ist genau das Richtige für Pokémon, die es gern süß mögen. Schaltet morgen wieder ein, wenn es heißt. Ganz weit oben auf dem Speiseplan stehen Malasadas. Schnallt euch an. Oh Wow. Mann. Wow. Krass. Guck mal, ein schwarzes Brett. Das Ding ist ein Ausgang. Das schwarze Brett. Geht nicht. Okay. Lehrerzimmer. Oder auch nicht. Ah. Die Attacken von Pokémon haben immer eine bestimmte Menge an AP, also Angriffspunkten. Wenn die ausgehen, kannst du die Attacke nicht mehr benutzen. Da musst du aufpassen. Naja, wenn deine AP auf 0 fallen, gehst du am besten in ein Pokémon-Center in der Nähe. Bla bla bla, wer sammelt wohl all die Pokébälle ein, mit denen man kein Pokémon gefangen hat? Das ist eine gute Frage. Der stellt die richtigen Fragen, aber das ist wahrscheinlich der, der keinen Abschluss kriegt, weil er sowas fragt. Oh ja. Wenn man seine Pokémon streichelt, werden sie ganz flauschig. Sogar mein Funktioniert nicht. Kleinstein. Die Bücher hier sind so interessant. Sagte kein Kind jemals. Wusstest du, dass nicht nur Pokémon einen Typ haben, sondern auch ihre Attacken? Auch wenn die Attacke denselben Typ hat wie das Pokémon, das. Und wenn die. Ja, sie benutzt, dann wird sie dadurch total stark. Step-Attacke, ja. Ja, Backstep-Attacke. Den darfst du. Professor Kukui ist für seine Forschung zu den Attacken der Pokémon bekannt. Deshalb laden wir ihn manchmal ein, an der Schule Stunden zu geben. Und dann lässt er sich von seinen Pokémon angreifen. Ja. Wechselwirkungen zwischen den unterschiedlichen Pokémon-Typen. Pflanze ist schwach gegen Feuer, Wasser ist schwach gegen Pflanze, Feuer ist schwach gegen Wasser. Ja. Ich find's schade, dass man bei den Entwicklungen der Starter-Pokémon wieder in die gleiche Richtung wie der Haupttyp gegangen ist. Mit den Wechselwirkungen. Wie wär's denn mal Hä? mit umgedreht? Also, dass zum Beispiel der Feuerstarter auch durch den Zweittyp gut gegen den Wasserstarter sein könnte. Das macht doch die Rivalenbalance kaputt. Naja. Die haben ja noch andere Pokémon. Ah, jetzt keine Systemfragen stellen, sondern weiterspielen. So, und hoch da. Jawohl. Hier oben muss ja noch irgendwo ein Trainer sein. Sie da. Die Frau Lehrerin. Aber hier ist noch mehr. Noch eine Klasse. Oh. Ach nee, jetzt Lehrerzimmer. Hey, das ist meins. Flegmann. Ja, aha. Tell me what's your story, Schlaubock. Flegmon. Flegmon hat eine Attacke namens Gähner. Und ich spreche schon wie mein Flegmon, weil ich es so lieb habe. Mit der es seinen Gegner in den Schlaf lullen kann. Schläft ein Pokémon ein, kann es erst wieder im Kampf mitmischen. Ach, dem ist Nachdem auch es aufgewacht ist, Punkt. gut. Ja. Dann erfährt man natürlich gute Karten, den Kampf für sich zu entscheiden, bla bla bla. Ja. Gute Nacht, bis morgen. Und tschüss. Das ist der Computerraum, ah. Der Vielleicht auch. Computerraum.
Hier ist noch ein schwarzes Brett, auch nix. Gut, aber dunkelblaues Brett, du Rassist. Ah. Ach, guck mal, das ist die Inklusionsklasse. Eine Fähigkeit ist ein besonderes Talent, über das ein Pokémon verfügt, okay? Ein Pokémon mit der Fähigkeit Flexibilität kann zum Beispiel nicht durch gegnerische Attacken paralysiert werden, okay? Paralyse ist schlimm, okay? Hier für dich, das hat mein Yorklef aufgelesen. Hundehaufen. Oh Gott. Mein Yorklef hat die Fähigkeit Mitnahme, sie ist auch außerhalb eines Kampfes aktiv. Ich bin extra zur Nachbarinsel Akala, um ein Pokémon mit dieser Fähigkeit zu fangen. Mhm. Was steht hier? Über welche Fähigkeit ein Pokémon verfügt, kann man in seinem Bericht nachlesen. Berührt man das dazugehörige Informationssymbol, erhält man eine Erklärung der Fähigkeit. Bla 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 bla. Lehrbuchtexte wären etwas spannender. Ja. Jedes Pokémon verfügt über eine Fähigkeit, aber Pokémon derselben Art haben nicht immer die gleiche Fähigkeit. Welche Fähigkeit ein Trainer bevorzugt, hängt davon ab, auf welche Weise er kämpft. Mhm. Du darfst auch mal wieder. Wer sich als Trainer verbessern will, muss auch auf die Fähigkeiten seiner Pokémon achten. Dadurch wird man stärker. Na gut. Dann sprechen wir doch mal die liebe Lehrerin an. Darf ich gleich den sehr heterosexuellen Kapitän haben? Ach ja. Du bist die Lehrerin. Oh ja, bei dieser Unterrichtsstunde halten sich manche deiner Gegner im Inneren und manche außerhalb des Schulgebäudes auf. Ja, ja. Und in den Klassenzimmern erhält man Tipps. Oh, schade. Haben wir draußen jemanden übersehen? Könnte sein, also. Warte mal, als du draußen diesen kleinen Knips bekämpft hast, bist du dann noch nach unten gegangen? Nein, ich glaube nicht. Da war aber nur jemand. Ja, vor allem lag da auch noch ein Item. Ah, oh, dann schauen wir mal. Ach so, nee, unten auf der Seite des Knirpses war ich unten. Ach so, okay. Aber ich meine, da unten. Ah, den habe ich noch nicht. Ernsthaft, den haben wir übersehen? Ja, aber hier das Item habe ich mir geholt. Ah, okay, gut. Ja, da war ich ja kurz abgelenkt. Kling. Oh. Nice. Warum ich der Allerstärkste sein will? Wie weil keiner ich vor mir war. Weil ich hier der Allercoolste bin. Ich kämme mir das Haar. Ich streife hindurch mit meiner Hand. Oh Mann. Ich bin Suche vom Kissen breit. Nach Guck mal, der hat sogar einen Superball. Ein richtiger Gangster. Oh. Alola Slimer. Alter. Welche Typen hat Alola Slimer? Ich meine unverändert, aber ich guck mal nach. Dann versuche ich erstmal eine Glut. Macht schon mal Normalschaden. Oh, Alola Slimer setzt Härtner ein. Bringt nix. Ja, Hauptsache nicht Komprimator, den habe ich immer gehasst. Naja. Und jetzt setzt es Pfund ein. Giftgriff. Ah, ja, okay, guck mal hier. In Alola ist es Gift und Unlicht. Aha. Und Geist war aber nicht gut gegen Unlicht, oder? Da fragst du was. Glaub nicht. Ich kann es mal versuchen, aber nein, ich will es erstmal wegmachen. Nächstes Mal bei einem Alola-Slimer sehe ich es ja dann. Geist auf Unlicht ist nicht sehr effektiv. Okay. Arrgh. Oh nein. Pass auf. Geist ist kaputt. Oh. Geist ist effektiv auf Geist und Psycho nur. Okay. Gut zu wissen. Also war ja, dann ist das ja. So, Tackle auf Slimer von... Hey, Junge! Doch, es ist weg. Gut. Du, ich weiß nicht, ob wir gleich gegen den Captain antreten müssen. Daher geh auf jeden Fall nochmal zum Pokémon Center. Na, ich kann mich doch von Dings heilen lassen. Von? Von wie hieß sie noch gleich? Mom. Nee. Lilly. Assistentin Lilly, genau. Okay. Angeboten, das. Oh, es erlernt Verfolgung, Swan. Verfolgung, Verbrecherverfolgung. Ja. Ja. Wir hätten es Trump nennen können, dann wäre Verfolgung vielleicht doch korrekt. Ich kann dir gar nicht sagen, wie mich das ärgern tut. Aber du bist einfach die Stärkere. Ich zieh vor dir meinen Hut. Den ich nicht aufhab. Weil ich mir die Haare kämme. Bad Hair Day. Ah, das senkt aber mein Coolness-Faktor. Ob ich lieber der Allerhöchste werden
Sollte. Sollte. Aber was soll's? Ich bin stark genug, um auch anzuerkennen, wenn mal jemand stärker als ich ist. Also gebe ich jetzt diese starke TM. Du erhältst die TM1 Kraftschub. Kraftschub. TM01 wurde in der TM-Tasche verstaut. Erklärung Nummer 1. Mit einer TM kannst du deinem Pokémon auf der Stelle eine Attacke beibringen. Vorausgesetzt, das Pokémon kann diese Attacke lernen. Wenn nicht, Pech gehabt. Erklärung Nummer 2. TMs kannst du so oft einsetzen, wie du willst. Sie werden nie aufgebraucht. Voll praktisch. Wenn du sie killst. Nein, Oh, die Schulglocke. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Achtung, Achtung, eine Durchsage. Lili stinkt. Hildegard soll bitte in den ersten Stock kommen. Ich wiederhole. Hildegard soll bitte in den ersten Stock kommen. Ich wiederhole. Und Lili stinkt. Du hast doch hoffentlich nichts angestellt, weswegen du jetzt Ärger bekommen könntest. Ich bin doch nicht mal Schülerin hier. Ich doch nicht. Könnte sein. Was? Ist das dein Ernst? Ja. Ich habe okay. Trainer besiegt. Ich werde... Schockschwere Not. Irgendwas mit erster Stock gehen. Ja. Bitte mute deinen Pokémon nicht zu viel zu. Bitte mute deine Pokémon. Weil sie sonst zu laut sind. Nach oben. Ja, war ja klar. Jetzt kämpfst du gegen mich. Hildegard, du hast alle meine Schüler besiegt. Sehr beeindruckend. Jetzt möchte ich auch gegen dich antreten. Was sagst du? Bist du bereit? Aye, aye, Captain. Als Lehrerin habe ich die Pflicht zu überprüfen, wie du meine vier Schüler besiegen konntest. Busch. Lehrerin Elke. Oh Gott, so hieß meine alte Schulleiterin. Elke, das alte Rentier will nicht gern anschlitten, denn der Weihnachtsmann ist spitz, fasst der Elke an den... Weihnachtsbaum. Santa Claus, Santa Claus, Elke sieht doch scheiße aus. Santa Claus, Santa Claus, es ist viel Santa Claus. Okay. Ja. Hab mich selten irgendwo so willkommen gefühlt, danke. Oh nein. Oh no. Paraheiler? Ja. Pokémon austauschen und dann Paraheiler? Nee, Bullshit. Ist ja eigentlich nicht nötig, ja. Aber wer weiß, vielleicht passiert's nochmal. Zweimal hintereinander Donnerwelle? Nee, es war ja ein Donnerschock. Oh. Aber gut, ich meine, es muss nicht sein, dass es jetzt ja, es wurde auch nicht. Sehr gut. Ja, dann weg mit dem Feuer Magnetilo. Feuer und Jump unter der Schraube. Tja, jetzt hat Magnetilo eine Schraube locker. Oh, oh. Aber schön, dass diese Lehrerin überall als voll stark bekannt ist, ne? Mm. Just saying. Yay, auch der Rest hat Erfahrungspunkte bekommen. Turkan. Turkan erlernt Widerhall. Ja, müssen wir es halt so nennen, wenn ich es jetzt nicht so... benannt habe. Aber dass die sogar Tucke als Beleidigung sperren, das ist krass. Also klar, nice, es ist, aber dass die daran denken. Ja. Ja, wahrscheinlich haben die so ein Schimpfwortverzeichnis einfach da reingeklimpert. Ja, aber es muss überhaupt mal jemand dran denken, dass das Wort existiert. Ja. Das hört man ja jetzt nicht so geläufig. Ja gut, was ist denn eigentlich mit dem Wort Kaktusse? Sperrt das auch jemand? Da müssen die aber auch Kakteen sperren. Nö, wieso? Das ist ja kein Schimpfwort. Ja, Kaktus ist auch nur der Plural von Kaktus. Ja, genau, natürlich. Das... Ist das... Oh Gott, das ist das politisch unkorrekteste Let's Play aller Zeiten. Das ist ihr O-Gesicht. Einfach, du bist einfach sensationell. Ich werd ganz bebe feucht. Mit den Lippen. Oh Gott, bitte nicht. So sah sie aber aus. Du bist nicht in der Position, das zu beurteilen.
Vielleicht wäre es besser, wenn du für mich als Lehrerin einspringen würdest. Klar, mit 11 ist man qualifiziert dazu. Ja. Das sagen die meisten Lehrer dann auch. Ja, wenn du es besser weißt, kannst du ja auch hier vorkommen und den Unterricht abhalten. Ja, warum nicht? Pass beiseite. Das hier ist für dich, weil du gegen mich gewonnen hast. Oh, 5-mal Superball. Nice. Mit einem Superball lassen sich Pokémon leichter fangen als mit einem Pokéball. Ja, das ist richtig. Seine Pokémon und ihre Attacken zu kennen, gehört zu den Grundlagen des Trainerdaseins. Nicht wahr? Mhm. Oh, wer ist der denn? Hallöchen, ich bin Captain Olimar. Ich habe mir deine Kämpfe angesehen. Er ist nicht Captain Olimar. Nee, leider nicht. Oh. Du hast dabei so energiegeladen ausgesehen, dass ich dich unbedingt kennenlernen wollte. Aha. Das ist Hildegard. Sie ist aus Kanto hergezogen. Ein vielversprechendes Talent, nicht wahr? Die Art, wie sie Attacken einsetzt, ist beeindruckend. Verstehe. Herzlich willkommen. Bitte zeigt mir bei meiner Prüfung dein Geschick im Umgang mit Attacken. Captains halten nämlich Prüfungen für Trainer ab, die den Inselkönig bzw. die Inselkönigin herausfordern möchten. Meine Prüfung findet in der Vegeta-Höhle statt. Und wie weit ist das? Ist gar nicht schade. Wie viele Meter von hier ist die entfernt? Über 9000! Es kann nicht schaden, wenn du dir vor der Prüfung noch Verstärkung für dein Team holst. In Haoholy City gibt es auch innerhalb der Stadt hohes Gras, in dem du Pokémon finden kannst. Ich freue mich schon sehr auf deine Herausforderung. Sehr gern. Ach ja, oder... Ja, ach ja. Sie. Das Tauros vor der Schule dürfte keine Probleme mehr machen. Wir haben es eingeschläfert. Ich schätze auf Millimeli weiß jeder sofort, wem dieses Tauros gehört. Also dann, Hildegard, wir werden dich alle zusammen verabschieden. Aber jetzt leider nicht.